Das ist jetzt der Hadith Nummer 4. Kleinkindern den Koran lehren. Ta'limu as-sibyani al-Quran. An Ibn Abbas radiyallahu anhuma qala: Tufi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ana ibn 10 sinin wa qad qara'tu al-muhkam. Qala Shu'bah: Qultu li Abi Bishr: Ma al-muhkam? Qala al-mufassal. Ibn Abbas, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte: Der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, verstarb, als ich 10 Jahre alt war und bereits Al-Muhkam gelesen hatte. Shu'ba sagte: Ich sagte zu Abu Bishr: Was ist Al-Muhkam? Er erwiderte: Al-Mufassal. Hier eine Anmerkung, und diese Anmerkung ist von mir. Mit Al-Mufassal sind die letzten Suren im Koran gemeint, die ab Sura Al-Hujurat beginnen, ab Sura 49. Das sind ungefähr die letzten 100 Seiten des Koran. Das bedeutet, Ibn Abbas war noch klein und er hatte bereits 100 Seiten vom Koran auswendig gelernt. Fangen wir an mit einigen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, das Kind sollte schon im frühen und im jungen Alter mit dem Koran beschäftigt werden, dass es den Koran lernt. Umso früher, umso besser. Man kann sagen, ab 3 oder ab 4 Jahren spätestens sollte das Kind schon anfangen, die ersten kleinen Suren aus dem Koran auswendig zu lernen. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man hierbei vorgehen kann. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man von Anfang an, wenn das Kind auf die Welt kommt, das ist eine Vorgehensweise, die wurde von einigen Leuten oder von vielen Leuten angewendet und sie hat, Alhamdulillah, Früchte getragen. Und zwar von Anfang an, das Kind soll immer mit dem Koran einschlafen. Du legst das Kind schlafen, lass nebenbei den Koran laufen. Egal welche Sura, ob es jetzt Suratul Baqarah ist oder die kleinen Suren sind. Heutzutage gibt es verschiedene Apps oder es gibt bei YouTube. Ihr wisst das wahrscheinlich sogar besser als ich, dass man von klein auf das Kind damit aufwachsen lässt. Dass es ein Teil von ihm ist. Wenn es nachts schläft, dann hört es den Koran. Was machen Leute? Manche Leute, wenn sie ihr Kind zum Schlafen bringen, lassen sie irgendwelche Musik laufen. Oder es gibt irgendwelche komischen Töne. Und damit schläft dann das Kind ein. Und das Kind gewöhnt sich dann daran. Warum gewöhnst du ihm nicht den Koran an? Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Weg, wie man vorgehen kann. Das Kind spielt. Das Kind ist dann zum Beispiel, sagen wir mal, 3, 4 Jahre und es spielt mit seinen Spielzeugen. Lass nebenbei den Koran laufen. Stell dir vor, dieses Kind, dieses Kleinkind, hat eine Sura aus dem Koran. Nehmen wir mal eine kleine Sura, zum Beispiel Surat Zalzala. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dieses Kind hat 100-mal diese Sura gelernt. Afwan, 100-mal diese Sura gehört. Wenn du dann irgendwann, das Kind ist dann 3 Jahre alt, du nimmst dann das Kind und du möchtest ihm Suratu Az-Zalzala beibringen, denkst du, es wird Probleme haben? Dieses Kind wird keine Probleme haben. Dieses Kind wird sofort, es hat sogar wahrscheinlich diese Sura schon auswendig gelernt, weil es diese Sura so oft gehört hat. Von daher ist diese Vorgehensweise sehr zu empfehlen. Zweitens, aus dem Hadith entnehmen wir, dass beim Lernen oder auswendig Lernen, dass man mit dem Koran beginnt. Der Koran kommt vor anderen Sachen, zum Beispiel vor der Sunna oder vor Gedichten etc.